Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute werden wir besprechen das Thema, sind Algorithmen besser als Menschen? Und zwar werde ich das besprechen mit André Stagge. Der ist Portfolioverwalter und einer der interessantesten Newcomer in der Finanzszene, kann man sagen. Das Ganze wird präsentiert von directtrade.com. Schnell lernen und günstig traden. Und ich will mit André heute mal zunächst sprechen über das Thema Märkte. Was passiert da eigentlich? Was ist da los? Warum steigen die Aktienmärkte trotz dieser immensen Krise, die wir derzeit haben? Das ist das eine. Und das andere, wir wollen eben sprechen auch über Algorithmen. Sind die besser als Menschen? Ist es sinnvoll, vielleicht sein Geld doch besser in Algorithmen zu investieren, die eben ohne Emotionen handeln, die nicht Formschwankungen haben wie der Mensch? Man kann natürlich, wenn man das tut, ruhiger schlafen, so viel scheint festzustehen, denn es zehrt doch durchaus an den Nerven, wenn man tradet. Viele von Ihnen wissen das. Wir wollen sprechen mit André zunächst mal über das Geschehen an den Märkten. Und ich begrüße dich ganz herzlich, André. Servus, ich freue mich, dass du da bist. Hi. Servus, Markus. Schön, hier zu sein. Wunderbar, André. Wir haben vorhin schon uns mal überlegt, worüber wollen wir eigentlich sprechen. Du bist ja jemand, der sehr stark auch in Sachen Algorithmen unterwegs ist, aber zunächst mal die Lage an den Märkten. Wir hatten gestern mal kurz telefoniert, um uns zu überlegen, was werden wir da eigentlich besprechen. Und da hatte ich dieses Beispiel Amazon, dass da innerhalb von 10 Minuten Amazon 50 Milliarden an Marktkapitalisierung verliert, praktisch das Fünffache des Gewinns des Unternehmens und etwa das ein Fünftel mehr als ein oder etwas weniger als ein Fünftel des Jahresumsatzes eines Unternehmens wird da innerhalb von ein paar Minuten mal eben ausgepreist oder am Vortag mehr als das Doppelte eingepreist. Ist das, gibt es da noch einen Link, eine Verbindung zwischen Realwirtschaft und Börse oder wie siehst du das? Ja, das thematisierst du ja auch immer sehr schön auf deinem YouTube-Kanal. Es ist wirklich verrückt, wie weit sich die reale Wirtschaft von der Finanzwirtschaft entkoppelt hat. Die Gründe dafür sind sicherlich hauptsächlich in der Psychologie zu suchen, wo eben momentan viel am Markt passiert, was gerade langjährige Börsenteilnehmer nicht so wirklich verstehen. Ich habe ja meine ersten Aktien auch 1996 gekauft. Habe dann 11 Jahre als Portfolio-Manager gearbeitet und Fakt ist eins, wenn das Geld in die Märkte reinfließt, und das tut es momentan ganz offensichtlich, müssen auch Dinge gekauft werden, die man gar nicht haben will. Und gerade wenn es sich konzentriert, das sehen wir ja auch, das hast du ja auch sehr schön schon thematisiert, in diesen wenigen einzelnen Tech-Aktien, dann fließt immer mehr, immer in die gleiche Richtung, Zinsen sind immer tiefer und dann gibt es ja für jeden, der von oben drauf guckt, diese Alternativlosigkeit der Aktien. Aber auf Dauer glaube ich, dass jede Blase immer noch geplatzt ist. Und meine Lieblingsblase ist 1637, die große Tulpomanie. Hat sich 2 Jahre lang aufgebaut, auch stark kreditfinanziert. Viele Leute waren in diesem Markt, die sich vorher noch nie mit Spekulation beschäftigt haben. Und innerhalb von 2 Tagen haben wir 99% des Preisverfalls gesehen in Tulpenzwiebeln. Die konnte man damals essen und sie sahen schön aus. Ich denke, so krass ist es bei der Amazon nicht. Aber die Historie kann da eben auch zeigen, dass nicht alle Preise immer, immer weiter steigen, sondern irgendwann auch mal Schluss ist. Wann das sein wird, ja, das können wir heute mal diskutieren. Und ob man damit Geld verdient, das können wir auch gerne besprechen. Wir haben ja doch Parallelen zur Dotcom-Blase. Klar, damals gab es Internet-Kitchen, die keinen Cent Geld verdient haben. Jetzt haben wir eine Amazon, eine Apple, die verdienen Geld. Gar keine Frage. Dennoch sind die Bewertungen extrem hoch. Ich glaube, eine Amazon hat ein KGV von 70, 80 so um den Dreh und verdient eigentlich ja nur mit dem Cloud-Geschäft wirklich Geld. Das andere ist ja teilweise ein Zuschussgeschäft, also das, was wir von Amazon nutzen, wenn wir irgendwas bestellen. Jetzt sehen wir ein ähnliches Phänomen wie damals bei den Tulpenzwiebeln, nämlich die sogenannten Robin Hooders. Das ist praktisch ein Fintech, ein amerikanisches Fintech, wo Millionen von Privatkunden draufgesprungen sind, eben diese Tech-Aktien handeln, die du gerade angesprochen hast. Und Kurse gehen nur nach oben. Da gibt es ja diesen David Portnoy, das ist praktisch der Star der Robin Hooder, der sagt, ja, ich habe entdeckt, dass Aktien immer nur steigen. Der kommt aus dem Sportwettenbereich, auch interessant. Und hat jetzt eben sozusagen die Branche gewechselt. Und das sind für mich so Tulpenzwiebelphänomene, wenn sozusagen Leute, die aus anderen Branchen kommen, überhaupt keine Erfahrung haben, dann sagen ja so Leute wie Warren Buffett oder Copperman, das sind alles totale Versager. Ich habe den Durchblick. Das zeigt doch eigentlich ein bisschen, wo es lang geht. Oder wie siehst du das? Ja, es ist total verrückt. Also ich habe gelesen, Larry Fink, der Gründer von BlackRock, kein ganz kleines Unternehmen im Asset Management. Nicht ganz. 7.000 Milliarden, die er verwaltet hat. Gestern massive Aktienpakete verkauft und
Auch so jemand wie zum Beispiel Warren Buffett, den du schon angesprochen hast, oder Stanley Druckenmiller, die sind ja alle sehr, sehr vorsichtig. Ich war 96 dabei mit den ersten Aktien, habe es genauso gemacht wie die Robin Hooder jetzt. Ich bin eben über Dreisat Börse und Co. dann immer in die heißen Tipps eingestiegen. Habe auch geschafft, in 5 Jahren fast mein Geld zu verzehnfachen und habe natürlich dann alles 2001 und 2 verloren. Und ich glaube auch, dass viele, die diese Krise noch nie miterlebt haben, und die letzte große war ja erst 2008, ist ja schon 12 Jahre her. Ich glaube, dass sie das so ein bisschen überraschen kann, was da passiert. Natürlich haben wir über der Plattformökonomie einige Skaleneffekte, die wir jetzt vielleicht in Zeiten von der Dotcom-Bubble nicht so hatten. Trotzdem muss man sagen, es ist sehr viel kreditfinanziert. Wir hatten gestern ja auch die Zahlen von Microsoft, die ja auch sehr ordentlich waren, aber trotzdem ein Stück weit den Markt enttäuscht haben. Und eben natürlich das Thema Tesla, wo wir jetzt auch die S&P-Aufnahme haben und wo dieser Indexeffekt natürlich dann auch sehr stark greift, wo die ganzen ETFs und alle kaufen müssen. Aber ich denke, dass diese Effekte immer nur kurzfristig so lange gut funktionieren, wie immer neues Geld in den Markt reinfließt. So war es ja auch bei der Tulpomanie von 1635 bis 37. Dadurch, dass immer mehr auch uninformierte Marktteilnehmer reingekommen sind, immer mehr Geld angelegt haben, ist der Markt einfach gestiegen. Man wurde euphorisch, man hatte Angst, nicht dabei zu sein. Irgendwann wurde man gierig. Das ist der klasse psychologische Zyklus. Die Frage ist, wann kippt das? Und darum geht es dir ja auch auf dem Kanal und mir auch in der Ausbildung. Das wissen wir nicht. Das können wir niemals wissen. Brauchen wir auch gar nicht. Fakt ist nur, wenn es kippt, dann geht es halt relativ schnell. Denn diese Divergenz, die wir sehen, die ist einfach global so noch nie da gewesen. Das sehen wir auch an den Schulden und an den Umverteilungen mit dem EU-Gipfel zum Beispiel. Und das kann noch 2 Jahre gut gehen, das kann noch 5 Jahre gut gehen. Und ich wünschte mir, das ging noch 10 oder 20 Jahre gut, weil jeder freut sich ja über steigende Aktien, auch die Robin Hooder. Aber irgendwann muss man auch mal gestehen, es ist halt langfristig in den letzten 60 Jahren so gewesen, dass Aktien in Amerika knapp 10% steigen mit 16% Risiko. Und ja, Aktien wie Tesla, die sind dieses Jahr, ich weiß es nicht genau, bei 180% year to date oder mehr. Das ist wahrscheinlich nicht immer so nachhaltig, oder? Wahrscheinlich nicht. Vor allem, was interessant ist, finde ich, dass die Fed-Bilanz ja nicht mehr steigt, sondern latent so ein bisschen rückläufig ist. Also nicht viel, aber schon ein bisschen. Das heißt, dieser monetäre Rückenwind seitens der Fed lässt nach. Die EZB druckt nach wie vor. Überhaupt scheint Europa ja jetzt der Liebling der Finanzmärkte zu sein, nach diesem extrem erfolgreichen Gipfel, wo man sich ja extrem schnell geeinigt hat auf Dinge, die du schon angesprochen hast, dass Deutschland dann viel mehr zahlen muss, um sich die Zustimmung zu erkaufen der anderen. Jedenfalls, die wichtigste Notenbank ist ja die Fed. Wenn die jetzt sozusagen nicht mehr aufs Gaspedal drückt, und man kann ja einen Chart des S&P 500 und der Fed-Bilanz übereinanderlegen und sieht, das ist relativ kongruent. Das läuft meistens ein Stück weit parallel. Wenn es diese Unterstützung nicht mehr da ist, können die Märkte dann ja weiterlaufen oder ist dann sozusagen die Luft raus, weil die Liquidität letztendlich alle Boote hebt, aber eben auch alle Boote senkt, wenn sie weg ist? Oder wie, glaube ich, Warren Buffett gesagt hat, wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Ja, ich glaube, das ist ein großes Problem, was du ansprichst. Und es ist nicht mal so sehr, dass die Fed-Bilanz nicht weiter steigen kann. Ich denke, die wird auch weiter ansteigen, auch in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir auch über saisonale Effekte eher ein deutliches Bild für fallende Kurse haben. Damit arbeite ich auch in den Algorithmen, die wir uns gleich mit der Performance noch anschauen. Ich glaube, es reicht schon, wenn die zweite Ableitung, also der Anstieg, einfach nicht mehr so groß ist. Wir sehen ja diesen Rückgang in den letzten 3 Wochen, gerade über diese Repo-Facilities, die da zurückgehen, und über die Swap-Lines. Das sind hauptsächlich technische Marken. Das heißt jetzt nicht, dass dem Markt irgendwie groß Liquidität entzogen wird. Die war auch schon immer da, auch schon in den letzten Jahren. Gerade nach Lehman hat man da ja sehr viel gemacht. Ich denke einfach nur, es reicht schon für den Markt auch, um durchzuschnaufen, wenn eben nicht mehr gemacht wird. Also wenn dieses Delta rausgeht und einfach die Idee da ist, es kommt nicht immer das nächste, größte und tollste weitere Programm. Wir haben das ja witzigerweise, nachdem man sich hier in der EU geeinigt hat, und ich lese die Zahlen mal kurz vor, weil ich habe es recherchiert und war selber erschrocken. Also bei diesen 750 Milliarden mit 390 Milliarden Geschenken und dem Rest dann an Kredit, ist es so, dass Deutschland 133,3 Milliarden zahlt, Spanien 82,2 Milliarden bekommt, Italien 56,7 und Polen 33,4. Also hier, so funktioniert Umverteilung: wir zahlen es, die anderen bekommen es. Und das ist natürlich kurzfristig immer schön, aber langfristig gibt es da sicherlich auch politische Tendenzen, die dagegen stehen. Zu dem Thema Pakete: wir hatten jetzt in Amerika auch schon das nächste große Paket, was wieder besprochen wurde. Am 31.07. laufen ja in vielen Staaten auch diese 600-Dollar-Wochenmaßnahmen aus. Das hast du ja auch schon bei YouTube sehr schön thematisiert. Und dann gibt es ja auch die Idee, die Leute in Wiedereinstellung zu zwingen mit Gutscheinen und Geschenken und Boni. Aber man merkt auch, diese Verlängerungen sind gar nicht so einfach, denn wir haben auch die Wahl am 3. November.
Und da ist es eben auch so, dass in Amerika Check and Balance herrscht, also im Weißen Haus Donald Trump gerade so kurz vor der Wahl nicht alles beschließen kann. Und im Senat sehen wir zum Beispiel, dass sich einige Republikaner auch dagegen stellen, dass jetzt zu viele weitere Fiskalmaßnahmen getroffen werden. Denn die Amerikaner verschulden sich ja wie blöd. Jeder Amerikaner hat mittlerweile 210.000 US-Dollar Schulden aus dem privaten und öffentlichen Sektor, und die sind alleine dieses Jahr deutlich gestiegen. Und da möchte man jetzt auch vor der Wahl nicht zu viele Geschenke machen, weil da ist man eben auch ein Stück weit vorsichtig. Und all das ist eben ausreichend auch, um vielleicht diese Euphorie irgendwann mal zu bremsen und um auf die Tulpen zurückzukommen. So war es eben damals auch. Es ging lange sehr gut, und gerade dieser letzte Anstieg, der war eben exponentiell, und das habe ich in den Fonds auch immer wieder beobachtet, bei Aktien, bei Anleihen, bei Währungen. Du hast normal erst einen ganz einfachen Anstieg, der ist dann irgendwo linear, vielleicht so ein Steigungswinkel von 30 Grad, dann geht es irgendwann quadratisch ein bisschen schneller, da ist im Chart dann der Steigungswinkel vielleicht 45 Grad, und irgendwann gehst du in die E-Kurve rein, bist also exponentiell, wie bei Aktien wie mit Apple, mit Amazon oder auch mit Tesla ganz aktuell, wo du dann einen Steigungswinkel über 45 Grad hast. Und das kannst du mathematisch zeigen, das geht einfach nicht ewig gut. Dieses exponentielle Wachstum muss zwangsweise dazu führen, dass das Vertrauen irgendwann rausgeht. Und wenn das passiert, dann ist es wie mit den Tulpen auch, dann kann es verdammt schnell gehen, gerade wenn eben sehr viele, sehr junge Leute am Markt sind, die das noch nicht so kennen. Und wie gesagt, wenn ich mindestens mal einen großen Crash erlebt habe, der kennt auch die Situation und das Gefühl nicht. So war es bei mir auch, 96 bis 2000, da war ich der Held. Hatte immer Geld, habe gedacht, Mensch, ich muss niemals arbeiten gehen, muss niemals als Fondsmanager mich irgendwo verarbeiten, sondern ich muss ja nur anlegen, so wie du es eben auch schön beschrieben hast. Aber irgendwann kommt dann das böse Erwachen, und dann umzuschalten, das macht halt wirklich gute Leute aus, die im Markt dann auch profitieren. Genau, und vielleicht muss man umschalten, und du hast ein paar Strategien in deinen Algorithmen, die du hier mitentwickelt hast. Die will ich mal kurz zeigen, zumindest in der Performance. Ich schalte mal hier auf diese Grafik, da sieht man, was du hier geschafft hast mit diesem Algorithmus. Das sieht richtig gut aus. Seit April 2018 haben wir jetzt einen Anstieg von 69,45%. Und ich zeige auch mal gleich hier zwei Strategien dieses Algorithmus. Der setzt einmal auf den Monatsultimo-Effekt. Es ist ja oft so, dass Gelder am Ende des Monats oder am Anfang des neuen Monats in die Märkte fließen. Ja, dann sind Sparpläne, wo Menschen dann praktisch jeden Monat eben Geld in bestimmte Fonds überweisen etc. Das ist die eine Strategie, Monatsultimo. Und der andere ist das Sommerloch-Short. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, André, dass das Sommerloch uns diesmal erwischen könnte. Und dieser Algorithmus, der bildet das im Grunde ab. Der versucht wahrscheinlich, Gesetzmäßigkeiten aus der Vergangenheit zu erkennen. Und der sieht, normalerweise August, September schwierige Monate. Ab Oktober meistens dann wieder ganz schick. Dann gehen die Märkte ja meistens nach oben. Und dieser Monatsultimo-Effekt eben auch immer wieder erkennbar. Das wird der Algorithmus wahrscheinlich herausgefunden haben oder analysiert haben, dass es da eine hervorragende statistische Wahrscheinlichkeit gibt. Und so passiert so etwas, dass wir hier zum Beispiel seit 2003 127% mit diesem Sommerloch-Short haben und mit dem Monatsultimo auch nicht viel weniger. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, ich habe eins gelernt in meiner Karriere als Fondsmanager, wo ich ja auch für 2,5 Milliarden zuständig war und auch verschiedene Preise gewonnen hatte. Die Idee, dass man eine Analyse macht und damit immer richtig liegt, das wünscht sich jeder, aber das ist falsch. Keiner hat die Glaskugel, keiner weiß, wie das an den Märkten weitergeht und wann diese Psychologie umschlägt, über die wir gerade gesprochen haben. Deswegen beziehe ich mich immer sehr gern auf operative Dinge, die eben irgendwie objektiv zu sehen sind, wie zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten, wie diese Kapitalmarktanomalien, die du ja auch mit der Asienrampe sehr schön rausgearbeitet hast, was man eben dann auch regelmäßig beobachtet, kausal gut begründen kann und was man statistisch umsetzen kann. Und das ist genau, was dieser Algorithmus macht mit diesen 69% Performance, trotz der Pandemie, mit einem auch sehr geringen Drawdown von gerade mal 17%, was man völlig automatisch wie ein Hedgefonds auch heute in seinem Konto auch umsetzen kann, weil man eben auf diese Anomalien setzt. Monatsultimo ist die Idee, dass eben Sparbankgeld reinfließt, ratierliches Sparen, also Investoren einfach besonders gerne zum Monatsultimo das Geld anlegen, weil sie eben ihr Gehalt da bekommen. Und das kann man ausnutzen, indem man legales Frontrunning macht, sich da vorlegt. Genauso wie mit der Asienrampe, wenn du eben zum Feierabend hier in Europa Aktien kaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit momentan hoch, dass sie am nächsten Morgen höher stehen, und davon kannst du profitieren. Das macht dieser Algorithmus einmal auf der Long-Seite, wo es natürlich viel leichter ist, Geld zu verdienen. Das haben wir auch in den letzten 11 Jahren seit 2009 sehr schön gesehen, dass es mit steigenden Märkten deutlich leichter ist, weil mehr Leute auch auf steigende Märkte setzen. Ungefähr 83% der Marktteilnehmer sind nur Long, die haben noch nie auf fallende Kurse gesetzt. Gibt es ja auch mittlerweile viele Möglichkeiten.
Und deswegen haben wir eben auch Short-Strategien in diesem Algorithmus, den du gerade im Live-Track-Record gezeigt hast. Hier zum Beispiel diese Strategie Sommerloch-Short, fünfmal im Jahr setzen wir da an vier bestimmten Tagen auch aktuell darauf, dass die Kurse fallen. Es hängt einmal mit dem Optionsverfall zusammen, der eben gerade bei institutionellen Investoren auch immer mehr an Bedeutung gewinnt und eben mit dieser statistischen Saisonalität, die du beschrieben hast, dass im Sommer einfach das Geld rausfließt aus den Märkten. Dann denkt man, naja, das kann ja nicht so einfach sein, im Winter geht's hoch, im Sommer geht's runter. Doch ist es. Und das haben Wissenschaftler untersucht, die viel mehr Ahnung haben als ich und da entsprechend auch viel mehr Kapazität und Zeit reingegeben haben. Woran liegt das? Was habe ich da praktisch gesehen? Als Fondsmanager war es so, im Sommer kommen einfach nicht diese großen Mittelzuflüsse. Du bist im Urlaub, das Büro ist eben nicht so voll, du gehst nicht so stark ins Risiko rein. Es gibt weniger Unternehmensübernahmen, es gibt eben weniger auch zu berichten, weil einfach die Nachrichten nicht so doll sind. Sehen wir auch aktuell, wie der Markt sich so bewegt mit einzelnen Unternehmensberichten. Aber sobald die Berichtssaison zu Ende ist, fehlt das alles und dann ist es eben auch wahrscheinlich, dass es im August und September eher nach unten geht. Und darauf kann man setzen, das macht dieser Algorithmus. Das ist natürlich auch nicht der heilige Gral der Finanzmärkte. Aber um das Sparbuch zu schlagen und auch so eine klassische Buy-and-Hold-Anlage im DAX zu schlagen, hat es zumindest rein statistisch in den letzten Jahren gut funktioniert und wird auch in den nächsten Jahren, glaube ich, weiter gut funktionieren. Und wie kann man sich da rein investieren? Also was muss man da tun? Eigentlich brauchst du nur eine Software, die kann halt heutzutage wirklich jeder für sich nutzen. Du brauchst einen Server dafür, der steht irgendwo im Internet. Da spielst du diese Software auf, die kannst du mit deinem Handelsdepot verbinden. Musst also hier auch gar nicht irgendwem dein Geld geben, keine Fondsgesellschaft, kein ETF oder keinem dubiosen Finanzinstitut, sondern du kannst eben über eine Plattform wie zum Beispiel DirectTrade.com dein Geld investieren. Alles natürlich reguliert, weil das entsprechend auch sehr wichtig ist. Alles entsprechend auch mit Einlagegarantien gesichert. Und dann kannst du diese Software anschalten. Also es ist wirklich jemand, der dann quasi als Roboter 24 Stunden vor deinem Rechner sitzt, 7 Tage die Woche und für dich diese Trades macht, diese Strategien umsetzt. Ist natürlich, wenn man es noch nie gemacht hat, und ich habe mich auch jahrelang dagegen gewehrt, weil ich immer nur händisch getradet habe, obwohl ich natürlich im Fonds auch ein Trading Desk hatte, was auch ganz verrückte Algorithmen genutzt hat. Aber ich habe auch in der privaten Anlage für mich erkannt, und daraus ist diese Idee der Software auch entstanden, dass man da eben sehr einfach, sehr effizient auch von Strategien profitiert. Und wie das genau funktioniert, das sagen wir am Ende vom Video noch, beziehungsweise geben den Hinweis, wo man das auch entsprechend rausfinden kann. Perfekt, da sind die Leute gespannt. Schauen wir uns mal zunächst mal an. Du bist ja jemand, der auch unterrichtet als Hochschuldozent und das in deinem zarten Alter, wenn ich das sagen darf, mein Lieber. 37 bist du, hast du mir vorhin gesagt. Wahnsinn. Da habe ich ja fast noch Windeln gehabt. Und hier sieht man, dass du eben schon seit 7 Jahren, glaube ich, unterrichtest hier. Und man kann auch bei dir eine Ausbildung machen, wie man als professioneller Portfolio-Manager arbeitet, das zeigst du da, hast sehr, sehr gute Bewertungen, bist also jetzt kein Newcomer in diesem Bereich, sondern zeigst eben, wie Senior Portfolio Management funktioniert. Das finde ich persönlich wahnsinnig spannend, ist natürlich eine interessante Kiste. Jetzt wirst du auch am 27.07., das ist ja schon in 4 Tagen, mein Lieber, wird es ein Webinar geben, automatisierte Handelsstrategien vom Portfolio-Manager in Ihrem Depot umsetzen. Was wird da passieren in diesem Webinar? Genau, da geht es dann weniger um die Ausbildung, die findet man unter www.andre-stagge.de. Ich habe, wie gesagt, mein ganzes Leben nur mit Börse verbracht, kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, kein Auto gekauft. Deswegen habe ich es vielleicht auch ein bisschen übertrieben mit dem Bereich Börse, weil es mich immer interessiert hat, wie kann man jetzt nachhaltig, langfristig in jeder Marktphase und unabhängig von einer Meinung Geld verdienen. Und ich habe herausgefunden, mit diesen Kapitalmarktanomalien, die man eben auch automatisiert umsetzt, ist es am leichtesten. Genau darum wird es gehen, am 27.07. ab 19 Uhr im kostenlosen Webinar, gesponsert von DirectTrade.com. Wird mein Geschäftspartner, der Samuel Wartmann und ich, zu diesen Algorithmen einfach mal was erklären. Wir werden die 7 Strategien auch offenlegen. Transparenz ist uns da besonders wichtig. Das sind auch Strategien, die sind vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt und gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Die Schwierigkeit ist, und das ist ja eben die Psychologie an der Börse, das umzusetzen, weil du kannst mit dem größten Short-Bias jetzt auch trotz steigender Märkte, kannst du nicht viel verlieren, wenn du eben weißt, wie man tradet. Und wenn es nach unten geht, kannst du richtig viel gewinnen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, und die kenne ich vom Hörensagen zumindest, die sind nicht in der Ausbildung, aber es gibt Leute, die haben auch mit Long Tesla in den letzten Wochen und Monaten Geld verloren. Und da denkt man, das kann gar nicht sein. Mit der Psychologie ist es so, und wir beide gehören zum Glück nicht dazu. Das ist so wie mit einem Short-Zertifikat von Lehman Brothers unterwegs zu sein in der Lehman-Pleite, Das ist der Klassiker, ja. Da denkst du, du hast am Ende alles verloren. Und deswegen Psychologie ausblenden, das über Automatismen, das ist halt eine schöne Sache. Darum wird es gehen. Völlig kostenlos, man kann sich das mal anhören. Ich bin selber immer noch begeistert, was für tolle Möglichkeiten da sind. Man braucht heutzutage wirklich keinen Hedgefonds mehr.
Und man kann eben die eigene Psyche ein Stück weit ausblenden, wenn man eben hier auf diese Dinge sitzt. Und wer Lust drauf hat, der kann sich gerne anmelden und das Webinar auch entsprechend besuchen. Das ist ja, was ihr da macht. Das machen zwei, drei andere Hedgefonds in Deutschland, glaube ich, auch. Aber da muss ich dann wahrscheinlich relativ viele Gebühren abdrücken. Bei euch ist das irgendwie nicht der Fall, oder? Genau, also bei, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber bei einem, der auch in Hamburg sitzt, Aquila Capital zum Beispiel, die haben das, jetzt habe ich es gemacht, verdammt. Nein! Die haben das sehr lange gemacht, ist auch eine spannende Story, ist nur anekdotisch, ich will mich jetzt ja auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die haben diese Effekte wie den Monatsultimo lange auch schon umgesetzt und da kam irgendwann mal der Chef und hat gesagt, naja, diesmal klappt es nicht und wir müssen das jetzt aussetzen, also diese emotionale Komponente in diesem Fonds und danach ist dieser Fonds auch nicht mehr so gut gelaufen, weil dann eben diskretionär reingeredet wurde. Was machen die am Ende? Die nehmen 2% Verwaltungsvergütung. Also wenn du da 100.000 anlegst, sind schon mal 2% weg und nehmen dann noch eine Performance-Fee von 20%. Das ist das klassische Hedgefonds-Business. Bei der Software, wenn du die nutzen willst, ist es so, die kostet weniger als die meisten Börsenbriefe. Und es ist eine reine Software-Lizenzgebühr. Egal, ob du jetzt 1.000 Euro anlegst, 1 Million oder 1 Milliarde, was wahrscheinlich die meisten nicht unbedingt auf Also dem. ich würde jetzt 1 Milliarde gleich einmal. Warum nicht zwei, ja? Ja, okay, dann mache ich zwei, ne? Kein Problem. Perfekt. Und der Witz ist, es kostet immer das Gleiche, weil regulatorisch dürfen wir das Geld halt gar nicht nehmen. Regulatorisch dürfen wir auch keine Anlageberatung machen. Haben es alles mit der BaFin auch abgeklärt, sondern was wir machen dürfen, ist eben eine Software installieren, die du natürlich jederzeit auch stoppen kannst, wo du eingreifen kannst. Wo es natürlich auch nicht unbedingt immer gut ist, einzugreifen, aber das liegt dann natürlich im Kunden selber. Aber es ist eben möglich, und das ist das Spannende heutzutage technisch, dass eben ein Algorithmus, den du dann auch manuell überwachen kannst, wenn du das willst, für dich diese regelmäßigen Anomalien umsetzt. Damit kommst du auf 200 Trades im Jahr ungefähr. Ist jetzt auch nicht hochfrequent, dass man dann irgendwie so Spoofing und keine Ahnung was macht und 5.000 Trades am Tag macht, wie so ein richtiger Hochfrequenzhändler. Aber es reicht. 3 bis 4 Trades ist natürlich eine ganze Menge. Habe ich auch keinen Bock drauf, da mich in die Konten immer einzuwählen und die Trades umzusetzen. Deswegen lasse ich das in den Algorithmus machen. Und wenn ich mal denke, na, diesmal bin ich besser, schalte ich das aus. Meistens klappt es, meistens, naja, öfter mal auch nicht. Also es zählt sich in die Waage, muss man immer sehen. Aber wenn man das automatisiert nutzen will, ist es eine ganz feine Sache. Und die Gebühren, wie gesagt, keine 2% und 20% Performance-Fee, sondern einfach eine Servicegebühr, über die wir dann auch im Wie hoch Webinar ist die Servicegebühr? Also was ist das? Jetzt meinte ich gerade im Webinar, ich kann es ja sagen, es sind für die günstigste Variante 59 Euro im Monat inklusive Mehrwertsteuer. Und ich kenne gute Börsenbriefe, die kosten deutlich mehr und da musst du alles selber umsetzen. Du kriegst ja auch nur eine Meinung. Und das Schöne, was wir haben, ähnlich wie in den Fonds damals auch, wo ich auch verschiedene Preise hatte, ist es so, dass wir da eben auf 2 Jahre echten Track Record hindeuten können. Natürlich alles keine Empfehlung für die Zukunft und auch kein Garant für weitere Gewinne, aber wir können sagen, hey, wir machen das jetzt schon seit 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren und die Performance steht einfach im Buch, die ist verifiziert, die hast du vorhin gezeigt und das ist halt auch was mit Meinung, kann ich persönlich kein Geld verdienen und darum geht es ja an der Börse, wir wollen alle Geld verdienen und wenn ich eben die Anomalien umsetze und nutze und einfach gesehen habe, dass es in den letzten 2 Jahren gut funktioniert mit Gründen, die ich verstehe, dann mache ich es auch in der Zukunft, ja, und wenn ich das voll automatisiert für 59 Euro machen kann, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt den Fonds aus der Welt, die ich komme, wo du eben auch sehr hohe Gebühren hast. Wo es den Fondsgesellschaften wie BlackRock und anderen ja auch sehr gut geht, was man auch in den Aktienkursen sieht, und an den Gewinnen der einzelnen Unternehmen. Super, André. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir werden voneinander hören, werden uns auch enger abstimmen in nächster Zeit. War eine große Freude, mit dir dieses Gespräch zu haben. Und ja, ich sag schöne Grüße nach Frankfurt, wo du ja bist, aus Hamburg. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Servus. Tschüss. Ihnen allen einen wunderschönen Feierabend. Bis dann. Ciao.